Hallo, 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 ihr wundervollen Wesen. Willkommen zurück zu Dreamfall mit mir, eurem Retro-Floppy. Ja, und diesmal sogar mit Ton. Tut mir echt leid, dass in der letzten Folge der Spielsound gefehlt hat. Leider hat OBS direkt, nachdem ich die Aufnahme begonnen habe, meine ganzen Settings verworfen, bis auf die Settings für mein Interface, wodurch der Spielsound bei der letzten Folge nicht aufgenommen wurde. Bei der Folge hier jetzt sieht es zumindest gut aus. Er zeigt mir beide Pegel an. Es sollte also funktionieren. Ja, freut mich, dass ihr alle wieder dabei seid. Und oh nein, da kommt einer. Der sieht mich, der sieht mich, der sieht mich. Der wird mich sehen. Ich muss abhauen. Ganz dringend. Hier. Durch den Geheimgang. Schnell, bevor der uns sieht. Das ist ein ganz böses, fieses Moped. Ein richtig, richtig fieses Dingsbums. Okay. Was können wir von der Seite hier aus noch machen? Oh, okay, hier ist eine Statue kaputt. Das sieht ein bisschen gruselig aus. Ach Gott, ich glaube, ich werde in diesem Dungeon hier länger bleiben, als mir lieb ist. Ich habe gerade keine Ahnung, auf welche Farbe ich den hier einstellen muss. Ich brauche das dazugehörige Symbol. Was ist mit dem Tor hier nochmal? Da ist ein leerer Schlitz im Zentrum des Tors. Vielleicht ist er für eine Art Schlüssel. Den werden wir schon noch finden. Nur vielleicht nicht ganz so schnell wie andere Spieler. Denn ich bin gerade, vor allem in diesen Stealth-Sachen, unheimlich schlecht. Außer bei Batman, wie gesagt. Als Batman bin ich super. Steht der da schon richtig? Ach nee, hier war mir gerade erst. Boah. Ich und mein schlechter Orientierungssinn. Hier waren wir auch schon. Na, liebe Leute, habt ihr Lust, euch restlos zu verirren mit mir? Einfach mal so richtig, richtig lost sein. Dann seid ihr an der richtigen Stelle. Ich höre einen, ich höre einen. Da hat was gegrunzt. Habt ihr es auch gehört? Ich habe ein Grunzen gehört. Scheinbar nicht. Bin ich schlecht da drin? Ich kann dort nicht hinaufklettern. Die ganze Wand könnte zusammenbrechen. Ich sollte mir vielleicht jemanden zweiten suchen, mit dem ich die Let's Plays zusammen mache. So ein perfektes Team. Den Humor habe ich ja schon. Es fehlt nur noch das Hören. Boah, ich bin gerade wieder... Oh Mann. Ich höre ständig das Atmen und das Grunzen. Das gefällt mir gar nicht. Wir gehen nochmal hier runter. Der Sarkophag da sieht auch interessant aus. Ich höre schon wieder Schritte. Ja, da kommt einer. Hm.
Oder auch doch nicht. Wenn der jetzt hier um die Ecke steht, dann... Ja, ich höre nicht hören. Oh. Schön versteckt bleiben. Oh, er kommt. Hoffentlich sieht er mich nicht wieder. Das letzte Mal hat er mich ja direkt gesehen. Das hat mir gar nicht so gefallen. Ja, hau wieder ab. Geh einfach wieder. Beachte mich nicht weiter. Geh einfach. Wo muss ich jetzt eigentlich lang? Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung. Ich kann dort nicht hinaufklettern. Die ganze Wand könnte zusammenbrechen. Dort muss ich nicht lang. Es gab irgendwo wieder so ein... Irgendwo konnte ich durch die Wand nochmal. Und wieder in die höhere Ebene kommen. Hier kann ich mich nur verstecken. Aber es kommt gerade keiner. Okay. Kannst wieder aufstehen, April. April? Ist das jetzt ein Bug? Ja, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich habe einen Bug entdeckt. Nö. Spiel sagt nein. Dann laden wir nochmal. Okay. Wo habe ich denn mein Zettelchen? Das ist welches Symbol? Die Sichel. Steht die Sichel richtig? Ja, die Sichel steht richtig. Gut. Dann gehen wir nochmal. Hier runter. Ne, da gehe ich noch nicht durch. Da weiß ich nicht direkt. Nehme ich nicht, wo ich lang muss. Ich verstecke mich mal kurz hier. Ich habe nämlich gerade wieder ein böses Möp-Möp gehört. Und ich will nicht wieder zu Brei zermanscht werden. Nee. Das muss nicht sein. Okay, ich höre nichts mehr. Ah, doch, da ist er. Oh, ich habe ihn gesehen. Schnell verstecken. Oh. Lass mich hier in Ruhe, du böses Moped. Hoffentlich ist er wieder so blind wie in der letzten Folge. Ich meine, hier ist es voll hell drin. Da habe ich letztens nicht gesehen, als ich hier stand. Oh Gott, er kommt. Ah, ich mag das nicht. Oh. Können wir nicht einfach ein Schwert haben? Ja, so ein Schwert. Oder eine Axt. Oder... Irgendwas anderes Hilfreiches. Ein Laserschwert. Oh, jetzt hau ab. Ich höre dich atmen. Entweder guckst du jetzt hier rein kurz und haust ab oder haust direkt wieder ab. Aber nicht einfach da vorne vor der Tür rumatmen. Das ist mega unangenehm. Und unhöflich. Oh, er ist immer noch da. Hört ihn auch? Also ich höre ihn. Das muss mega nervig gewesen sein, wenn ich hier so... rumgestanden habe und nichts gemacht und gewartet habe, bis das Atmen aufhört und das Grunzen. Und ihr habt es in der letzten Folge gar nicht gehört, wie der da rumgrunzt. Tut mir echt leid. War so nicht geplant. Jetzt hat es aber aufgehört, oder? Gucken wir mal. Ist er weg? Als erstes da verstecken. Da unten ist auch keiner. Okay. Wollen wir nochmal nach unten? Nee. Oh, ich habe so ein mega... Eine Minimap wäre jetzt super. Eine Minimap wäre jetzt gerade richtig gut. Ich habe nämlich so einen mega schlechten Orientierungssinn.
Vor allem in Spielen. Ich habe früher mit Leuten WoW gespielt und die mussten immer auf mich warten, weil ich mich verlaufen habe unten zwischendrin. Ich war so jemand, ja, wir treffen uns da und da in dem Dungeon an der Stelle. Und ich war so, klar, okay, um 8 passt. Und dann habe ich mich zwischendrin verlaufen. Das war noch damals zu Classic WoW-Zeiten. Da war das noch möglicher und einfacher, sich zu verlaufen als heutzutage. Aber ich schaff's generell, mich in die Spiel zu verlaufen. Okay, da haben wir die drei Striche. Drei Striche muss auf. Okay. Nee, das ist nicht richtig. Nochmal. Nochmal. So, jetzt ist der richtig. Jetzt können wir. Oh, da ist ein Loch. Im Boden. Da gehen wir mal durch. Okay, und dann verstecken wir uns erstmal, damit wir in Ruhe mit dem Stift. Wo ist mein Stift? Ich hatte doch einen Stift liegen. Da. Ich hake gerade erstmal ab, welche Symbole ich schon richtig gemacht habe. Das habe ich schon gemacht und das habe ich schon gemacht. Okay, zwei fehlen uns noch. Das wird ein echt langwieriger Dungeon. Okay, wir sind wieder unten. Ich wüsste gern, worauf ich diese Statue stellen muss. Eigentlich sind nur noch zwei übrig. Also habe ich eine 50-50 Chance, dass ich es richtig einstelle. Okay, entweder ist es das Symbol oder nicht. Aber ich schätze mal eher nicht. Okay, hier war wieder die Kombination. Das Tor ist solide. Was immer es beschützt, es muss etwas sehr Wertvolles sein. Okay, das ist schon mal. Hier ist die kaputte Statue. Dahinter war ein Symbol. Also hinter der Absperrung. Ich guck noch mal. Ja, aber das führt doch dann zu der kaputten Statue. Es sieht ein bisschen gruselig aus. Ach Leute, das ist gerade echt nicht meins, dieser Dungeon. Ich mal auf das andere Symbol, dann müsste es eigentlich der sein, wenn man von dem Symbol hinter der Absperrung ausgeht mit dem Gitter. Aber wo finden wir die letzte Statue? Da ist keine. Da ist ein Tor. Hier ist auch nichts. Alter Falter. Ich hör grunzen. Na komm, Grunzenstein. Lauf weiter. Lauf vorbei. Zeig dich wenigstens. Ich will nicht hier die ganze Zeit sitzen und paranoid auf Grunzen lauschen. Kommt er? Ja, da kommt er. Ich sehe ihn. Ignoriere mich einfach. Ich bin gar nicht da. Ignoriere mich einfach.
Geh einfach weiter und ignoriere mich. Ich existiere gar nicht. Ich bin bloß ein Schatten in der Dunkelheit. Gut, er geht weiter. Okay. Oh, okay, es hat an der Tür geklingelt. Dann wird das hier wieder eine kürzere Folge. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Und ich hoffe, dass ich dann endlich aus diesem nervigen Dungeon hier entkommen kann. Bis dahin. Ich liebe euch. Euch alle. Von ganzem Herzen. Allen beiden. Und jetzt muss ich zur Tür. Ciao.